So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Part des Hexit Let's Plays von der Beta. Gut, wir müssen wieder nach oben gehen. Da waren wir ja mit der Basis, haben wir die Basis angefangen. Die geheime Untergrundbasis. Da stehen sie. Also eben einen kleinen Unterschlupf, bis wir etwas Großes oder Schönes finden, wo wir schön etwas machen können, weil ich möchte zumindest am Anfang mal eine Farm bauen, damit man etwas Nahrung bekommt und eventuell dann irgendwo hin, wo es uns recht gefällt und dort ein Haus baut. Mal schauen. So, also Dankeschön, dass der erste Part so gut ankommt. 4 Likes innerhalb von 3 Stunden. Das übertrifft sogar das Vorstellungsvideo. Aber leider sehe ich nicht, wie viele Aufrufe es hat, weil es extremst buggt, also anzeigt, nicht richtig anzeigt. Und ja, es steht immer ein Aufruf. Und der eine Aufruf, der war von meinem Kollegen, dem Flo. Und ich weiß nicht, wer die anderen Aufrufe gemacht haben, weil YouTube halt ein bisschen wenig buggt wahrscheinlich oder so. Die Aufrufe nicht zählen kann. Gut, also die TNT lege ich jetzt nicht hier hin. Das lege ich mal da. Eisen brauche ich, Ding. Eisen. Gold kann ich reinigen. So, jetzt das ist dann problematisch mit dem Platz, aber ich kann es so machen. Der ganz normale Truhentrick. So, das einlegen, das. Ich werde mal den Sonnenstein nicht hier reinlegen. So eine obere Truhe. Genau. Ja, das sehen die auch nicht hier. So, hier. Weil das brauche ich nicht so oft. Das Schaden tue ich nach oben. Oder wenn gar nicht. Ja, aber wir haben das Eisen natürlich nicht. So, jetzt kommst du hier rein. Hat leider ein bisschen Verzögerung, habe ich das Gefühl. Es ist ein bisschen verzögert. Die Klicks kommen zu spät. Scheinbar hat wieder, ja, aber mit Fraps Probleme. Irgendwie beide zusammen, keine Ahnung was. Ich hätte gerne ein super Aufnahmeprogramm, aber ich kann mir keins leisten. Ich bin so bettelarm. Mann, wieso kommt kein Kaktus-Ding? Ich Kaktus Ananas raus. Ich will doch eine Ananas. Das ist eine große Schweinerei. Also, noch ein paar Beeren pflücken hier. Ich weiß nicht, wie man die Beehive aufmacht. Ich traue mich irgendwie nicht, die Beehive abbauen, aber wahrscheinlich muss man sie nur abbauen. Also, ich wollte, ja, wie machen wir das am besten? Wir bräuchten Kühe. Ja, wir bräuchten eigentlich gar nicht mal so unbedingt Kühe, aber es wäre. Schweine könnten auch gut gehen. Schweine geben hat sonst nichts. Jetzt, weil ich Truhen habe, kann ich die Jobs auch abbauen, damit wir auch Auswahl haben zum Essen. Aber. Ja, kümmern wir uns zuerst mal um Werkzeuge, dann um den Garten und dann suchen wir mit dem Tier oder so. Das, ich finde, es sind ein bisschen zu viele Kaktus da. Vor allem die Kleinen machen die Aua. Nö, die lasse ich hier. Also der Garten da rein. So. Also, ich muss ein Feld bauen. Ja, dann baue ich zuerst. Eine Axt. Spitzhacke. Jetzt baue ich nochmal Sticks.
Schwert, Schaufel. Ah, gesund. So. Und ja, das mit den Knochen mache ich dann noch. Okay, einmal. Hätte ich machen sollen. Macht nix, macht nix. So, ich mache jetzt mal hier einen Garten. Ja, geht hier nicht mit ohne Eimer. Ja, wo wollen wir? Wie wollen wir am Wasser wohnen? Hat sie überhaupt irgendwo? Oder an einem See, genau. Ich mache den Garten dort bei einem See. Ich hoffe, der See ist wirksam. Also flach. Dass um den See flach ist. Ja, ziemlich. Muss ein bisschen runter. Okay, die Schaufel ist gar nicht mal so schnell jetzt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie was das ausmacht, aber wir müssen dann. Hallo? Packt das herum? Hä? Ist der Mod gar nicht aktiv? Ich dachte, der wäre aktiv. Ja, Level up. Mist! Also wenn das jetzt kaputt ist oder so. Ich bekomme die Krise. Vielleicht muss ich ja nur Gegner töten. Um nochmal sein Level zu kriegen oder so. Ich hoffe, dass es nicht kaputt ist. Weil das wäre wirklich der Knaller sonst. So, ja, ernten wir mal noch kurz hier die Pflaumen. Die Plum. Die Plems. Ich muss mir jetzt unbedingt eine Markierung machen, sonst finde ich die Basis wirklich nicht. Also, Geheimbasis. Ja, wieso nicht? So, und dann Color ist C, glaube ich, oder? Ja. Blau. Blau ist immer Heimbasis. Was ist das? Das ist ein alter Marker und hier machen wir Spawner, also Spawn von einer Welt immer rosa, rot oder pink oder so. Es hat leider nicht so viele Auswahl wie bei den anderen Maps, aber immerhin. Also das. Wo sind die Körner? Hallo? Körner? Wie? Wir haben doch keine Körner, dann nehmen wir halt Gästen zusammen. Ja. Und nein, ich will noch Stein, bitte. Noch Stein. Danke. Der Pflaster im Stein. So. Schauen wir kurz noch nach einem. Okay, das können wir nach einem Wolf wollte ich schauen. Ich will mindestens einen Wolf haben. Ich will ein Haustier. Also wenn sie weiß sind noch ein bisschen, sind sie noch nicht reif, okay. Ich hoffe nur, dass nicht etwas zertrampelt jetzt hier, weil die Tiere hier runterfahren können. Danke fürs nicht nachfüllen. Ich soll es so machen. Und die gehen ja nicht, ja. So, also. Geht halt einige Zeit. Wie immer. Okay,
Knochen. Ich hab Knochen. Die sind nämlich safe dann. Da ist ein Elf. So, geht doch. Ja, manchmal muss man richtig stehen, damit sie abgeändert werden. So, jetzt. Komm. Hallo? Was ist denn mit denen los? Das hatte ich noch nie. Oh nein, es wird Nacht. Schon Spinnen spawnen, okay. Ist nicht gerade so. Ah, oh, wieso kann ich jetzt nicht rein? Es geht gar nicht hier in der Version, dass ich automatisch rennen kann. Puh. Also die Monster spawnen relativ schnell, wenn es dunkel ist. Nicht so wie bei Vanilla. Ja, hier ist nicht mehr noch, das ist Scheibe. Scheibenkleister. Ich mach zumindest ein paar Fackeln hier hin. Da wieder ein schönes Geheimlager oder so etwas. Gut, gut, gut. So, jetzt die Frage noch, was könnte ich anpflanzen? Die Strawberries. Das ist eine gute Idee. Ich mach die mal hier rein. Cherries auch. Pflaumen kann man nicht anpflanzen, die müssen wir. Ist das R? U. Ja, eben hier der Sapling. Fruchtsalat mit Pflaumen. Mixed Bowl. Ist das gut? Ich mache einen Pflaumenbaum. Oder zwei Pflaumenbäume. Ja, können gleich zwei machen. So. Hey, prima. Haben wir schon einen Pflaumenbaum für uns? Ja, aber das ist schlecht. Ja, dann machen wir den hinten beim Garten. Das ist nicht unser Garten. Ist das das? Muss ich den Garten auch mal markieren? Irgendwie ist es ein bisschen verwirrend hier. Also, zuerst mal Strawberry, dann wieder die Beeren und ja, dann kann ich mir mal auf, ja, da kann ich den Cheese craften. Wir haben hier ein bisschen wenig Platz, aber hier könnten wir sie machen. Ich hoffe, sie können gut wachsen, also dass sie nicht irgendwie ankanten oder so. Sie dann aufploppen. Ja, das Baummuster müssen sie auch noch ändern in Minecraft Mojang. Das wäre ja gut, nämlich wenn die Bäume, wenn sie halt irgendwann auf einem Niststein herumwachsen oder so und nicht einfach verschwinden. Also das Teil, der hat nicht gespawnt und ich kann nicht einfach verschwindet, sondern einfach daneben spawnen oder so. Also Pressure Plate ist mal gut, aber genau das andere Teil habe ich nicht. Da haben Cobblestone. So, ich brauche einen Cleanstone. Oh, das ist Half Step. Ich weiß es gar nicht, mal schauen. Ich muss es testen. Ja, es ist ein Ding. Pressure Plate gewesen. So, jetzt haben wir den Schießer und wenn wir dann Bären haben, können wir die dann zusammencraften und haben dann wunderschöner Saft, also wunderbarer Saft. Zwar nicht sehr
Ja, wie sagt man? Schmack, also ja, hungerbar, also sättigend, aber ja, kann man leider am Anfang nicht gerade haben. Also man brät jetzt irgendwas Schaffleisch oder so, es überhaupt Schaffleisch gibt. Ich bin so 1,8 visiert. Alles kann irgendwie. Was neu ist. Was es gar noch nicht gab in 1,7. So, jetzt. Also, hier machen wir ein Feld. Wir haben relativ viel Holz, ja, 22. Und jetzt höre ich ein Zombie. Ah, gut, dass es Ding gibt. Dass die Seeds droppen. So. Hallo. Ah, was ist denn hier los? Ja, genau. Ja. Gibt's was bitte? Reif, nicht 29, nicht 43. Also wir müssen unbedingt irgendwo hier jetzt dann wohnen, weil sonst wächst's nicht, das ist zu weit weg, das ist das Problem. Das sind die Zest, ne? Nutmegs. Ah, die anderen sind Chest, Baumnüsse, glaube ich, also. Jetzt muss ich hier hoch, Dankeschön. Gib mir noch ein paar von den Irdwiri. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Lavendel. Wie kann ich die am besten markieren? So, wenn ich jetzt hier denke, mache ich hier einen, hier einen, hier einen. Hier ein, damit einfach so ein bisschen der Weg sichtbar ist für mich. So, weil hier gerade gut ist eine Fackel. Und dann hier eine Fackel und dann haben wir eigentlich den Garten. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass der Level-Mod irgendwie nicht geht. Ich muss da schauen, was das Problem ist. Aber ich muss mal sowieso ein paar. Was soll ich töten? Hier gibt es nämlich keine Höhlen, das ist das größte Problem. Noch ein bisschen ernten hier. Ja, ich habe leider nichts. Nimm die gleichen Pflanzen. Auch andere Jobs. Na, jetzt Zuckerer, nehmen wir mal Zuckerer. Komm rein. Jetzt haben wir eigentlich genug. Essen für Hungerbalken zu füllen. Und nehmen wir noch hier so eine mit Birne. Ah, nice Squash. Gurken. Ist auch wieder Blueberry Bush. Wir haben eigentlich alle. Eigentlich alle gefunden, oder? Ja, wenn sie dann ausgewachsen sind, sehen wir es. Ich brauche eine Höhle, aber es gibt überhaupt keine Höhle da. Ich muss wirklich buddeln wahrscheinlich. Was ist das? So ein Mao-Ding. Mao-Schädel, wahrscheinlich ist Lava in.
einer im Kopf. Ich muss kurz schauen. Noch 8 Minuten. Ich muss wahrscheinlich eine bessere Internetleitung haben. Oder so ist, dass ich vor allem merke ich, dass irgendwie meine Internetleitung immer wieder zurückgestuft wird oder so. Keinerlei Ahnung, was da mit Swisscom, meinem Anbieter, los ist. Wieso kann ich nicht pflücken? Und eben wegen 60 FPS, ich habe ja gesagt, Part 1, ich schaue, dass ich 60 FPS machen kann, aber YouTube hat so viele Probleme mit meinen Videos, die werden erstmal ganz lange nicht angezeigt und zweitens nur auf 63p ohne 60 FPS, also wahrscheinlich werden sie gar nicht bearbeitet, weil Videos müssen ja immer zuerst bearbeitet werden. Tut mir leid, dass irgendwie geht da irgendwas komplett falsch oder es ist einfach momentan so und ich kann keine 60 FPS machen und ja, deshalb, ja, keine 60 FPS, sondern weiß nicht 30 oder 25 FPS oder so, aber das sollte eigentlich genügen, also ich sehe es zwar immer wieder in den Kommentaren von anderen Let's Playern und so, das alle aufregen, dass es keine 60 FPS sind. Aber man sieht irgendwie nicht so den Unterschied. Also klar, es läuft einfach flüssiger. Das ist klar mit 60 FPS. Aber das ist doch überflüssig. Das ist ja dann überflüssig. Und ich schaue keine Videos für 60 FPS, obwohl ich es könnte. Ja, also jetzt ist Nacht, jetzt ist gut, jetzt können wir, wenn wir vorsichtig sind, mal ein bisschen leveln. Ich hoffe nur, dass dieser Mod drin ist und nicht irgendwie rausgeschmissen wurde oder verbuggt ist oder sonst irgendwas. Weil ich hätte schon gern, dass ich der Mod spielen kann. Dass ich wenigstens genug stark werde, oder? La 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 la. Was sind denn das für vielleicht? Irgendwie spawnen keine Monster. Pier? Geht es auch auf Deutsch? Ich mach mal ein bisschen auf Deutsch, weil ich habe schon Probleme mit neuen Mods. Müssen einfach auf Englisch, Amerika, mal US machen. Mal kurz. Ja, bitte nicht lecken. Danke. Englisch US, ja. So, ja, es wird nicht geändert, schade. Aber ich will sowieso auf Deutsch spielen, solange wir. Also wir können es ja auch testen, ob das Spiel dann abstürzt oder so etwas. Oder ich teste es dann mal ein, weil sonst wird der Speicherstand geht kaputt. Ich mache es nämlich dann in eine Kopiewelt. Ja, danke. Oh. Ich habe einfach das Gefühl, es macht mir mehr Schaden. Dabei macht es mir gar nicht so viel Schaden. Weil irgendwie. Entweder ist der Sound anders oder. Keine Ahnung. Ja, Creeper sofort kommt. Tot. Sofort explodiert. Ja, sicher. Sicher. Was ist denn das? Was ist denn das, ein Zombie? Da hat mir irgendwie innerhalb von einer Sekunde 4 Herzen abgezogen. Schnell schlafen. Also jetzt sehen wir, ja genau. Jetzt sehen wir auf der Minimap, wo wir gestorben sind. Jetzt können wir wieder dorthin gehen. Das kam richtig überraschen. Kurz die Spinne. Ach, das ist ja auch so eine. Bulbo. Also irgendwie leckt es jetzt gerade komisch. Also so wie Kaugummi. Oh nein, nein, bitte. Nicht bitte hier. Nicht bitte. Was ist denn mit den Zombie? Wieso spawnen eigentlich hier überall? Ah, wahrscheinlich sind die noch vom
Ding dort, ja, dass sie halt noch leben, weil wir ja nicht weit weg von uns sind. So, also ich hoffe, dass hier keine sind. Das ist der Baum auf der Minimap. Ja, danke. Und wo sind die Items? Hallo? Ah, ich habe ja Kibim. Ich habe ja Kibim. Jetzt bin ich wirklich vergessen. Ich wollte die Items einsammeln, dabei habe ich es ja immer im Inventar. Ah, ich spiele halt fast nie mit Kibim im Inventar. Voll der Fail. Okay, wir haben eine Höhle gefunden. Dann können wir den wieder löschen. Ich habe leider ein Problem. Also mit Dell löscht man die Sachen. Aber ich mache jedes Mal ein Screenshot wegen Fraps. Ich muss das umstellen. Oder die Tasten umstellen. Also ich gehe nicht dort rein, wenn so viel Skelette dort sind. Ich muss mal essen. Aber ich werde die markieren. Ah, da oben ist ein Herbstwald. Dingspunks, weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Hier ist Salz. Hive. Ist die Hexe noch hier? Ich hoffe. Weil die geben schon recht guten Loot. Ah, schade, wahrscheinlich nicht. Nehme ich noch ein bisschen unsere Hauptnahrung momentan mit. Die Böhrchen. Das Let's Play oder der Part Beer Adventure, also BR Adventure, nennen wir das. Also ich schreibe eigentlich die Titel nicht oben hin, ich schreibe einfach so kleine Beschreibung unten, also was so, ja, der Part so beinhaltet, ohne richtig zu spoilen. Also spoilen werde ich dort nicht, also könnt ihr getrost, wenn ihr interessiert seid, dort lesen, was es so passiert. Ich habe gerade den Ding nicht, sonst könnte ich mehr anpflanzen. Aber wir können mal einen Saft bauen. So. Und dann haben wir Blackberry Juice. Aber ich werde das nicht mit der. Ich werde kurz schauen, was ich am meisten habe. Blau. Eigentlich habe ich beide gleich viel. Ah nein, ja, blau habe ich am wenigsten. Das habe ich auch hier. Dann mache ich mal zwei von denen und die heilen irgendwie dreieinhalb oder vier, weiß ich jetzt nicht genau. Habe ich leider zu wenig getestet. Aber ja, ihr werdet es dann sehen. Also es ist sehr praktisch. Also wie ein Steak ungefähr. Ich glaube, Steak ist auch 3,5. Also, ja, ablagern und dann aufhören. Ja. Okay, machen das im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.